Goldschmied Christoph Kaderli bringt Gold zum Schmelzen und hat mit seinen kunstvollen Kreationen auch schon Preis gewonnen. Schon von klein auf liebt es Christoph Kaderli, mit seinen Händen kreativ zu sein. Heute fertigt er Schmuckstücke auf individuellen Wunsch. Jetzt bin ich eigentlich am Finish dran von diesem Ring. Den noch schön Hochglanz polieren, innen und Seite. Und oben bei Fassung. Und sonst auf der Seitenfläche hat er ja eine Struktur. So eine kleine Nugget-Struktur, damit so das Gold möglichst schön eigentlich vorkommt. Das klassische Gold fasziniert ihn besonders. Es bleibt unübertroffen in seinen Eigenschaften. Gold ist eigentlich schon das optimale Metall, kann man sagen. Es ist halt eine wunderbare Farbe. Und eben, man kann es wirklich jede erdenkliche Form eigentlich bringen. Mit den Schmieden, ich kann es gießen, biegen. Hauptsächlich stellt Christoph Eheringe her. Zwischen den Auftragsarbeiten bleibt manchmal auch Zeit für etwas Spezielles. Und dann gibt es auch immer wieder Sachen, wie eben so etwas da hier zum Beispiel, wenn wir schon beim Gold sind, wo halt wirklich, ich sage mal, aus einem Impuls raus, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir wollen einen richtig schönen, so einen Löwenkopfring machen. Das sind Sachen, wo Emotionen drin sind, wo ich sehr, sehr Freude habe, wenn man so Sachen machen darf. Christophs Talent zeigt sich früh. Im Jahr 2005 gewinnt er den Prix Golet, damals so etwas wie die Schweizer Meisterschaft für angehende Goldschmiede. In Basel World, das war Schmuckmesse, war die Preisverleihung. Ich wusste, dass ich eigentlich etwas gemacht habe, was spannend ist, aber dass ich das Ganze dort gewinnen konnte. So den grossen Preis von dem Ganzen hätte ich nicht erwartet. Ja. Da war ich schon ein bisschen baff. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Christoph erhält sofort eine Lehrstelle und später eine Anstellung. Bald kann er sich Teilzeit selbstständig machen. 2008 eröffnet er das Atelier A Lifestyle in Wattenwil. Es ist eigentlich halt sehr, sehr reibungslos ausgelaufen. Ja. Gut, mit viel Einsatz. Die ersten zwei Jahre lang habe ich keine Entlohnung genommen für mein Arbeiten. Irgendwann schon meine damalige Freundin hat sie auch gesagt, jetzt musst du ein Firmenkonto haben, dass du da richtig kannst, anfangen zu geschäften. Dann hat sie gefragt, wie viel kannst du investieren in so eine Firma. Dann habe ich gesagt, 700 Franken. Ein lustiger Betrag, mehr hatte ich nicht. Und die Frau hat dann gesagt, sie würde auch noch 300 geben, dann hast du 1000 Franken und dann kannst du anfangen. Der Kunde hat denke ich, Interesse an so einem Ring hier. Ich habe jetzt mal eine eckige Variante gezeichnet. Er hat geschrieben, er noch mit einer Goldeinlage hier. Also mal einen Vorschlag würde schicken rund. Und jetzt wäre ich froh, dass dir abgeben könnte. Du könntest schauen. Heute beschäftigt Christoph drei Goldschmiede. Keine Selbstverständlichkeit in einer Branche, in der es nur wenige Stellen gibt. Okay. Gut, müssen wir machen. Und Gravur auch innen drin. Gravur, ja. Nicht alles in Christophs Leben verläuft so reibungslos wie die Karriere. In den Teenagerjahren ist er sehr nachdenklich. Er war ein Suchender, wie er heute sagt. Ich konnte mir nie vorstellen, dass die ganze Welt, Tiere, Menschen, der Zufall entstanden sind. Da habe ich viel darüber studiert. Dass man stirbt, auch, dass irgendwie einfach nichts mehr von einem sein soll. Ich sage mal Gedanken vielleicht in den Leuten, die bleiben. Und gleich, dass es irgendwie nichts mehr geben soll. Das konnte ich mir nie vorstellen. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Christophs Freundin ist Christin. Als sie einmal mit ihm betet, hat er ein Erlebnis, das ihn verändert. Ein bisschen zu einem späteren Zeitpunkt hat mich so eine richtig tiefe Liebe irgendwie überrollt. Also, mein ganzer Körper hat angefangen zu kribbeln. Ich habe einen wahnsinnigen Frieden in mir gespürt. So richtig so gefühlt gewesen. Für mich war eigentlich von diesem Moment an klar, dass da ein Gott rum ist. Ich meine, ich habe die Berührung erlebt, das ist für mich, das hat mich einfach überzeugt. Ja, und heute, manches Jahr später, bin ich mit dieser Freundin geheiratet. Wir haben vier Kinder. Genau. Wir sind sehr glücklich zusammen. Seine Frau unterstützt ihn in der Geschäftsführung. Gemeinsam wollen sie christliche Grundwerte im Geschäft leben. Dass man so unter den Angestellten dann kann unterstützen, oder? Wenn man vielleicht irgendwo Mühe hat, zum Beispiel, dass man das ansprechen darf, wirklich ehrlich.
so ein bisschen Leben teilen, sage ich dem auch. Und dem Kunden ehrliche Angebote macht, merkt man vielleicht, ah ja, ich hätte da noch etwas, was vielleicht auch so ein bisschen passen würde. Nicht, dass man das anbietet, sondern dass man überlegt, was wäre das Optimale, was man könnte anbieten. Und dass man das dann auch macht. Mache ich jetzt mal noch ein bisschen schönere Zeichen. Kannst du dir das so ungefähr ein bisschen vorstellen? Genau, jetzt habe ich dir da drei Ringe vorgelegt, die du mal gerne hast. Kannst du probieren. Wie jetzt die Firma entstanden ist, finde ich, es ist einfach ein riesiges Geschenk. Oder dass immer genug Leute sind, immer genug Bühnen ist, das ist für mich gar nicht selbstverständlich. Gute Zeit, danke. Aber ich muss auch sagen, wir probieren auch, unseren Menschen möglichst reinzugeben, dass das so funktioniert.